Moin ihr Baggerluten und herzlich willkommen zur Folge 7 von Starbomb mit dem wunderschönen charismatischen Robert. Hallo! Hallo! Ich habe zwei Knarren. Oh, ein Frosch? Du hast ein Schießgewehr und da ist ein Frosch. Ein Frosch, Mann. Frosch. Ja, ich habe zwei Pistolen. Laser und normal. Laser und normal. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir hatten zuletzt diese eine komische Quest mit diesem Dash gemacht. Glaube ich, aber das können ja, wir irgendwie ja, nicht. Ja, ich erinnere mich. Oder nee, warte, wir müssen. Ah, guck mal, wir müssen mit ihm sowieso sabbeln. Ach, guck mal, und jetzt haben wir den sogar. Geilo. Ja, ja, ich hab den natürlich auch noch nicht vorher gehabt, weil ich das natürlich nicht vorher abgegeben habe. Ach, da war was. Ach ja, ja. Da war ja was. Oh. Können wir ihm 10 Silver Bars bringen, fragt er. Und zwar wegen Jump in Mitte. Wir hatten, glaube ich, geholt. Hatten wir? Ja, haben wir. Hast du oder cool. Habe ich? Also ich habe meine. Die ich brauche. Also wir haben Hälfte. Oh, ich habe auch welche. Gehabt. Tatsächlich. Okay, cool. Guck mal, wenn du jetzt hier auf dieses Tech-Ding hier mal drauf klickst, ist Bodytech freigeschaltet und da kann man dann so irgendwie. Ach, dafür braucht man diese scheiß Karten, okay? Ach so, die Damit Tech-Karten. Kann man das dann irgendwie erhöhlen und dann kann man andere Sachen machen. Steht ja, auch erklärt doch jetzt was. Lass mal aber das nächste holen, oder? Wir haben doch jetzt Silber. Ja, lass mal machen. Pulse-Jump-Tech. Ach guck, nee, warte, wir haben irgendwas bekommen. Accept. Und ein Manipulator-Modul. Oh, ich habe auf Ready geklickt. Ich beame mich schon. Ready. Ich folge dir mal. I am there. Still waiting for you. Okay. Oh, to nee, use ist das wieder so ein Jump Tech. Press Spacebar while in the. Ach so, Double Jump. Ah, cool. Okay, das kann sogar ich. Ja, du hast dich beim letzten Mal tatsächlich aber auch besser angestellt als ich. Oh shit. Ging so. Hast du Schaden bekommen da gerade? Nein, das sah nur so aus. So. Das sah auch nur so aus. Ach kacke, ich dachte, man kann hier tolle Dinge machen. Nee, kann man nicht, da ist nur Wasser. Ach, das ist nur Wasser. Oh, ich mag den Soundtrack auch von dem Spiel, ne? Oh, das ist. Oh Gott. Genau, du bist gefallen. Hast du Schaden bekommen? Nein, warum kommst du auf? Okay, ich frag nur. Hier kaputt. Oh Gott, ich will im Fallschirm. Schade. Kann man da rüberlaufen? Ja. Oh, okay, das ist so ein. Ah, okay, ich glaube, ich. Warte mal. und. Ach, fuck. Hahaha. Ja, klappen können. Alter, voll verarscht. Voll verarscht. Ach nee, muss ich da drüben lang. Alles klar, hab ich verstanden. Tschüss. Wie kann ich da jetzt eigentlich. Warte mal, auf irgendeiner Taste konnte ich. Ja, genau. Mit Control kann ich jetzt quasi meinen Bildschirm bewegen und kann ich trotzdem noch beobachten. Ich quasi dabei so ein bisschen auslachen. Was war das denn? Du sollst ja hoch. Ey, du ziehst das Let's Play künstlich in die Länge. Ich weiß, aber es liegt einfach an meiner Unfähigkeit. Sehr gut. Danke. Gerne. Nice. Schön. Ja, das war ja einfach. Also verglichen mit dem anderen Parcours, sage ich jetzt mal, ne? Das stimmt. Ist ja cool. Dann können wir jetzt, kann man Double Jump und Dashen kombinieren? Ich glaube. Noch können wir den. Nee, den müssen wir, glaube ich, erstmal wieder aktivieren hier, den. Achso. Bevor wir das können. Nur Gerenne. Ja, jetzt haben wir ihn bekommen. Nice. Noch, da gibt's noch was. Gold war's. Warte mal, haben wir Gold? Ja, Gold hab. Ja, also ich hab zumindest Gold. Ich hätte auch Gold einstecken, glaube ich. Ja, habe ich. Sehr gut. Oh, Distortions 4 Tech. Okay. Und mal wieder ein Kurs. Und los. Gib ihn! Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! So, und was kann das jetzt? Ah, press F to make. The fuck? Out of compressed form. Okay. Kennst du Metroid? Ja, ich kenne Metroid, stimmt. Da gibt's das auch. Das erinnert mich ganz schön hart daran. Ja, ist aber cool. Das ist sehr cool. So. Nice. So, weißt du was? Warte mal, pass auf. Komm mal mit mir hier ganz an den Rand. Ja. Und dann machen wir gleich ein Wettrennen. Wer zuerst am Ziel ist. Beginnen auf 0. 3, 2, 1, 0. Scheiße, du bist vor mir, ne? Gibt's doch nicht. Nein.
Nur jetzt. So, ich schaff das, ich krieg's hin. Ha, ich glaube, ich hab dich überholt. Ich glaube, ich hab gewonnen. Nee. Ich glaube, ich hab gewonnen. Das lassen wir die Zuschauer entscheiden. Sagt einfach, ich hab gewonnen. Ich bin der Erste hier. Guck mal, ich hab gewonnen. Ich würde behaupten, ich hab gewonnen. Nein, ich würde behaupten, nicht. Meinst nicht? Nein. Also ich mein schon. Komm, wir geben den Scheiß ab. Pinguin! Pinguin! So, jetzt. Das war's? Jetzt Ruhe hier. Tatsache, oh, aber jetzt haben wir bestimmt ganz viele Tech-Sachen, ne? Ja, Distortion 4. Aber wir haben auch ganz viele, hier, wie heißen Möglichkeiten, die? Möglichkeiten, was wir noch machen. Nee, die Manipulator-Module-Dinger. Was kann ich denn damit machen? Welche meinst du denn jetzt? Ich habe Manipulator-Modules bekommen. Hast du bestimmt auch. Hab ich eigentlich auch. Ich so, ja, pass auf. Das habe ich schon mal gesehen. Rechts, MM-Upgrade in deiner Liste da. Über dem Teleport. Ah, ja. Dafür braucht man die. Und da kann man nämlich auch, das habe ich ja, wie gesagt, ich habe ja auch schon mal gespielt gehabt. Und da kannst du nämlich auch zum Beispiel für drei Dinger, und das mache ich jetzt auch, mir das Ding so machen, dass ich, nee, das ist der Paint-Modus. Wire-Modus. Nee, hier, mit dem kann ich mir, wenn du unten links, Expansion-Slot, da kann man nämlich jetzt Flüssigkeiten mit einsammeln. Ach cool, machst du das und ich beschleunige meinen einfach? Das kann man natürlich auch tun. Ich habe ihn jetzt gelernt. Ich kann. Aber wir haben, glaube ich, auch noch viele in der Kiste irgendwie, ne? Ich kann mir aber auch bisher nur die Flüssigkeit leisten. Ich habe jetzt mal das Flüssigkeitsding gemacht. Ah, warte, ne, wir hätten ja mal gucken können. Wir haben noch einige in der Kiste. Ja, aber da kann man ja dann noch Module mit upgraden später. Okay. So, was ist der nächste Plan? Pass mal auf. Der nächste Plan ist, dass wir den Boss legen. Und dazu müssen wir dann da rein. Und da sollten wir, glaube ich, auch schon hin. Wo sollten wir? Mit wem sollten wir denn da sabbeln? Weiß ich nicht, aber wir haben so einen Questlog. Ja, nee, warte, ich weiß, wir müssen zu unserem Schiff oder zu irgendeinem Schiff. Oh gut, zu einem Schiff. Schiff. Ich sag Beam to Ship, du kannst ja mal gucken, dass du dich dann zu mir jetzt gleich beamst. Ei, Kapitän. Ich bin dann da. Ich bin dann am Beam. Hab ne Muschi hier. Oh, ich hab ein Schwein auf dem Schiff. So. Mission. Ja, pass auf, geh mal hier an das Teil ran, kannst du das? Geh mal an das Teil ran, nö. Aber ich kann das bei kannst meinem du jetzt? Schiff machen. Was? Guck mal. Nee, ja, ich kann das bei meinem Schiff. Nee, dann geh mal auf dein Schiff. Ja. Warte mal. Tschüss. So, und da kann man nämlich, wenn man auf Mission klickt, dann sehen wir nämlich, glaube ich, die Mission, die wir da so haben. Und da wäre einerseits dieses Dreadwing, was wir da... Ach, das scheint auch so ein Pinguin zu sein. Okay. Und dann dieses Urquhart Mining Facility. Das ist quasi das Ding, was wir machen müssen. Mhm. Oh. Und wenn man da draufklickt und dann auf Deploy, dann kommen wir da sogar an. Dann werden wir da direkt hingebeamt. Dreadwing? Okay. Nee, nicht Dreadwing. Der andere. Urquhart Mining Facility. Genau, genau. Dahin? Genau der. Okay, dann gehen wir da jetzt hin. Wow, okay. Ich bin schon da, ja. Okay. Macht mir ein bisschen Sorge. Das ist nicht so schön hier. Wieso? Das sieht doch bisher ganz von der Musik ist das ganz übel. Warum hast denn du hier jetzt das Licht ausgemacht? Um dich zu ärgern. Ich merke das schon. Difficult to define. Oh oh. Ich hasse so Treppen runtergehen, ne? Ich verletze mich doch immer. Ich habe das Gefühl, du ruckelst ein bisschen. Echt? Nö. Ja, also nicht dein Sound, aber deine Bewegung. Ja, alles ganz cool. Ruckel ich bei dir? Nö. Doch, du zappelst so ein bisschen, ja, stimmt. Ja. Im Mülleimer ist nichts. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Hallo, jetzt besetzt! Okay. Sehr gut, man geht auch nicht nebeneinander. Also, nee, das macht nur eins Abstand. Hier ist die Treppe gewesen. Hier ist, glaube ich, auch eine. Ich sehe doch nichts. Okay, wir müssen hier irgendwie Dinge tun. Offline, da ist was. Oh, hier ist ganz viel drin. Blueprint. Oh. Und Pixel. Ist alles weg? Wir können ja mal gucken, dass wir uns da dann gleich mal... Ach cool, guck mal, hier können wir uns einmal regenerieren. Also ich brauche sogar ein bisschen. Apropos, ich müsste was essen. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, hä? Tu das doch mal.
Guck an der Zeit mal ein bisschen weiter. Hier wäre eine Spitzhacke, also auch nichts Besonderes. Und wup, wup. Noch ein bisschen Popcorn, während wir zugucken, wie der Andi nix tut. So. Kannst du auf Taschenlampe und eine Waffe gehen? Na gut. Also eine Fernkampfwaffe. Du kannst das ja doppelt machen. Du kannst ja in den ersten Slot quasi eine Waffe und die Taschenlampe und auf dem anderen Slot beide Waffen. You know? Damit wir zumindest halt so ein bisschen Licht haben. Ich hab schon. Früher irgendwas passiert. Oh shit, das war blöd da, oder? So. So. Offline. Vielleicht müssen wir hier wieder hoch? Nee, ja, irgendwas müssen wir, glaube ich, noch aktivieren. Oder wir haben irgendwas übersehen. Roter Alarm. So, wir haben ja alles angemacht, ne? Ich gehe hier hinten nochmal gucken. Ah, die Tür ist auf hier. Nee, guck mal. Hier. Hä? Ach so. Da oben lang quasi. Wow! Hilfe! Alter, macht der Damage! Oh, da sind noch mehr. Komm her! Ja, verdammt! Junge! Splat. Hier nicht vergessen. Hast du genug von diesen Dingern da gemacht? Ich hab keinen Schaden genommen, alles gut. Mir geht's blendend quasi. Aber ich hab Salbe und Bandagen und so, ja. Gut. Warte mal, den hatten wir hier schon, oder? Ja. Oh, hier geht's ja, runter. Hier waren wir schon. Okay, ab jetzt geht das hier quasi irgendwie fightmäßig was los. Oh, sehr stressige Musik. Magst du hier mal hinleuchten? Wo? Oh, da? Okay, den kriegt man noch nicht auf. Was sind das eigentlich? So Dämonen oder sowas, ne? Hier ist irgendwelche Monsterviecher. Oh. Kampfkoloss! Oh, Hilfe! Ja. Schieß! Hab ich doch, die ganze Zeit. Gib ihn wie Beckham! Kick it like Beckham! Oh! Also, wenn ich so eine Fernwaffe hätte, wäre das wahrscheinlich ein bisschen geiler. Geht eigentlich, ne? Oh, ich hab da so ein... Ja, erstmal aufs Kämpfen konzentrieren. Ja, looten kann man später, das kommt von der Gier. So ein Teil eingesammelt, so ein Blueprint für so ein Bett, für so ein Doppelbett. Dann können wir schönere Doppelbetten bauen. Das ist so schön, weil ich immer schon mal mit dir in einem Doppelbett schlafen wollte. Das hatten wir schon. Hier ist so ein anderer Verband, nimm du den mal. Für den Fall. Are you coming with me? Nope. Ob das die Kristalle? Müssen wir so, ich glaube, Kristalle, ja, haben? Aber das können wir hier so nicht abbauen. Warum nicht? Weil das so eine Instanz ist. Ah, na gut. Ich glaube, das wird das. Boah. Sehr gut. Boah. Alter. Ja, läuft, so, ne? Irgendwas machen wir hier. Das ist aber ein bisschen. Oh. Oh. Was ist denn das denn? Ach, das ist ein Minenarbeiter. Das ist, glaube ich, ein netter. Are you here to save us? Natürlich. Wir sind. Wie hieß das nochmal? Von der Konföderation oder so. Wir sind Kacke. Protektoren. Nee, Protektoren sind wir quasi. Ja. Tu es. Ja, komm mal einen Schritt näher. Ich wusste, dass du das machen willst. Oh. Easy. Garantiert kommt gleich irgendwie voll die miese Horde, sage ich ja. Gut machst du das. Dankeschön. Da muss ich gar nicht eingreifen. Ah, das wären gleich deine, aber komm mal erstmal hier lang mit. Achso. Oder ist meinst du nicht? Ja, die wollte ich aber einmal angucken. Das ist eine sehr schöne Wand.
klar. What the? What the? Hilfe! Ist nicht Shit. Gut, was du da machst. Nee, lauf, so gar nicht. Junge. Gesehen, oder was? Junge! Wie ich sie genatzt hab. So, ich warte nochmal, bis ich nochmal mehr Health hab. Na, jetzt. Yes. Sniper Bros, Sniper Bro. Sehr gut. Geht doch. Ich muss mich ein bisschen viel heilen, so als Nahkämpfer, aber sonst ist das ganz angenehm. Magst du mal Leuchte? Du Leuchte. Moment, ich habe mich gerade geheilt. Nicht vergessen, wir haben neue Fähigkeiten, ne? Alter! Nein! Warte auf mich! Ich bin auch drauf gegangen. Dein Ernst? Ja, ich bin auf was einen draufgesprungen. Sterben offensichtlich. Scheiße. Ach was. So, aber ich glaube, ich hoffe, wir sind zumindest weiter oder immer noch an dem gleichen Ding. Ach, das gibt's doch nicht. Ich brauche eigentlich auch eine Fernkampfwaffe. Ich habe noch eine. Wäre vielleicht eine Idee, oder? Oder weiß ich nicht, ich muss mal gucken, ob ich nicht vielleicht sogar auch eine habe. Ich weiß. Ich hätte einen Bogen. Ob ich damit so weit komme, weiß ich noch nicht. So, ich bin wieder oben am Eingang. Ach so, ja, dann komme ich zu dir. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir... Sonst kannst du ja mal Licht machen und ich nehme meine Nahkampfwaffe. Aber lass mal erstmal gucken, ob wir hier noch richtig sind, so. Oder ob wir das halt nochmal machen müssen. Nee, ja, scheiße, wir müssen das nochmal machen. Echt jetzt? Ich glaube ja, aber das ging ja ganz schnell. Krass. Schön. Ja, ne? Habe ich gut gemacht. Lass mich das kurz machen. Super. Ja, ich kann ja nicht ahnen, dass du die weghaust. Naja, ich glaube, das ist mit Sinn des Spiels. Aber ich wollte sie doch gerade voll natzen. Wo willst du hin? So, ich sammle nur mal schnell den Scheiß hier ein. Achso, ist ja alles wieder normal. Nichts Besonderes. Willst du eine Fernkampfwaffe von mir haben? Dann lege ich die. Komm, ich gebe dir mal die Laserpistole, weil ich nehme jetzt mein Schwert und du nimmst die Laserpistole. Was hältst du davon? Die eine, ja, das kann man gerne so tun. So, liegt in dem Schrank drin. Sehr schön. Und dann bist du halt der Taschenlampenmann. Aber ich habe die Blueprints von eben gerade sogar noch. Ja, ist doch cool. Aber dann Taschenlampe Laser und ich mache die Nahkampffraktion. Mal gucken, wie das so ist. Kann man da ja hin und her switchen, aber ja, durchaus. Ja, ja. Oh, Energie geht auf. Kannst du mal Dinge tun? Warte. Nein, kann ich nicht. Offensichtlich bin ich unfähig. Oh Gott. Lauf. I try. Ja. Ah, cool. Ich hab's langsam raus mit dem Schwert. Langsam. Ja, sehr gut. Langsam. Ich sagte langsam. So, weiter. Wie gesagt, diese Sachen, das ist halt ein AOE, den du da hast. Oh Mann, ey. Ah, ich habe meinen Double Jump intensiv eingesetzt. Hast du das gesehen? Das war sehr gut. Hier, pass auf, da ist so ein Teil, das kannst du, den Scheiß, da kannst du mal einsammeln da drin in den Kisten. Weil das habe ich nämlich gerade so schon. Bring dich nicht wieder irgendwo um, ne? Nö. Quatsch. Fuck. Muss hier ein bisschen besser timen noch. Nice. Sehr das gut. Das ist dein, ne? Erledigt, Chef. Ja. Langsam kommt das Timing dafür. Gleich sterbe ich wahrscheinlich. So, soll ich mal schaltern? Ne?
Sehr gut. Es war auch fast gut. Ja, ich wusste nicht. Was ist denn Mining Door? Cool, ja, pass mal auf, ich nehme sonst mal die anderen Blueprints. Ja, ja, mach. Na, aber die ich doppelt habe, kann ich direkt schon dir dann überlassen. Nimm. Ups! Wer hätte damit rechnen können? Oh, wir müssen ihn retten! Müssen wir? Oh, ich finde schon. Wir sind doch Protektoren. Aber ich dachte, wir schützen uns selbst. Na gut. So. Lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen. Ja, aber ich kann ja auf die Entfernung schon... Oh. Geht so. Sehen oder was? Ja, läuft. Diesmal haben wir sie ein bisschen besser unter Kontrolle. Das ist eine ja. Nur noch. Den... Das ist ja auch manchmal so ein bisschen die Übung, die man braucht, ne? Ja, 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 ja. Ja, aber ich glaube, von der Geschwindigkeit her ist meine Waffe einfach schöner. Der Hammer hat zwar mehr Damage, aber es ist einfach zu langsam gegen die Viecher, ne? Du brauchst mal so ewig, um Schwung zu holen. Oh Gott, oh Gott. Headshot, 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 mitten ins Knie, ins obere Knie. Nein. So. Was? Klar. Passiert dir noch was? Ach, damit, ich denke mal, damit wir durchkommen, sollten wir tatsächlich diese beiden Folgen 25 Minuten machen, oder? Na gut, Bonus-Time, Bonus-Time. Bonus-Time! Combo-Breaker! Sehr gut. Klopapier, das nehme ich. Bist du sicher, dass das Klopapier ist? Ich glaube, das sind Bandagen, oder? Ach! Kommt doch aus Gleiche hinaus. Na gut. So, und du bist fürs Looten zuständig, ich für den Krieg. Hallo, Freunde. Komm, lass sie kommen, lass sie kommen. Viele auf einmal. Haha, ihr fallt alle in das Loch rein, ihr Deppen. Die sind alle ihr runtergefallen. Ihr Behinderten. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier diese obere Etage. Warte mal. Hier kann man bestimmt mit unserer Geheimfähigkeit rein. Achso, das ist gar nicht so spannend. Aber es geht. Aber wir hätten von da oben irgendwo runtergekonnt. Ja, quasi wahrscheinlich. Ja. Hinter uns. Hinter uns, oh, okay. Vorsicht, mach nicht zu viel hinterher. Du bist mitten im Feindgebiet. Ich bin tot. Dein Ernst? Ich komm gleich runter, du schaffst das. Bestimmt schaffe ich das. Locker, Chaka. Easy. Stop! Chaka. Hammer time! Ja, ich bin da durchgerutscht irgendwie. Würden wir sagen, dass du eventuell da ein bisschen schlüpfrig bist? Nein, würden wir nicht sagen. Du bist direkt bei mir. Du hast mich ein bisschen erschrocken mit deinem Getöse. Ich weiß, aber es ist trotzdem cool. Schön. Toll. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ah, die sind so doof. Ey, aber komm genau, zurück, du genau Sau! Genau das ist mir das auch ist passiert. Farbflor. Die hart angesprungen. Nee, lass erstmal hier oben lang, glaube ich. Oben lang? Ich glaube, sozusagen auf einer Höhe zu bleiben, ist erstmal nicht verkehrt. Du was? Ja, Alter, du machst super schnelle Attacken. Au, ja. Das Ding hat mich noch getroffen. Entschuldigung. Halt dich vielleicht mal kurz. Ich finde diese Tanzen finde ich trotzdem sehr gut da oben. Nice. Next one. Ach, Kacke. So. Master of the Doomness. Naja, geht so. So, warte mal. Schalter. Jetzt... Ja, bei mir auch. Was hast du da? Ich hab einen Schalter, der schaltet hier rüber. Ich glaube, hier waren wir schon mal, oder? Hier waren wir schon. Genau, hier können wir nicht weiter. Aber das ist, glaube ich, ein guter Safe-Punkt dann an dieser Stelle. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, oder? Ja, nächste Woche wird das hier fertig gemacht. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Dann sag ich mal, mein Name ist Andi und tschüss. Tschüss, ihr Baggerluten oder so ähnlich. Wicke, ciao und tschüss. Mann, das kannst du eigentlich. Ich war nicht vorbereitet.